Wir gehen weiter mit unseren nächsten Talenten. Sie gibt es seit September 1989 und schon im November 1989 haben den zweiten Preis haben sie den Braunschweiger Rockwettbewerb mit riesengroßem Vorsprung gewonnen natürlich. Sie komponieren, arrangieren, texten selbst und sie spielen sogar selbst. Hut ab für Big House. Ist okay, oder? Danke dir. Travel around the world tonight. Travel. Big House, das ist das Big House hier. Big House, altes Haus, sagt man. Aber du bist Amerikaner, oder? Ich bin halb Mexikaner, ja. Ach, Mexikaner, also irgendjemand. Oder der letzte Mohikaner, ich weiß nicht genau. Der letzte Mohikaner, irgendjemand von der Band hat mir erzählt. Wer bist du denn? Du kennst mich. Ich bin ja auch so einer wie ihr, das sieht man ja auch. Ich bin ja heute auch in diesen 70-Geschichten hier angezogen. Das sind natürlich Sachen, davon kennt ihr gar nicht. So habt ihr noch in die Hosen gemacht, als ich so rumgelaufen bin in den 70ern. Aber glaubt ihr auch so rum, ist das schön schick? Ich meine. Mein Leben einfach. Dein Leben. Und das Kränzchen, das schön, das oben, das Kränzchen, das Geburtstagskränzchen, hast du auch im Auge. Die Sendung heißt doch Hut ab, oder nicht? Genau. Das ist mein Hut, oder? Okay, nimm ihn ab und bring die Pflicht. Was bringt ihr als Pflicht? Als Pflicht bringen wir She's Got a Ticket to Ride von Beatles. In einer etwas eigenen Version. Fein. Big House! She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride.
she's riding so high. Tell her things twice, tell her do right by me. Before she gets to say goodbye, tell her think twice, tell her do right by me. Tickets to Ride, Big House. Unsere Jury hat ja eben schon beraten, Peter Horton ist schon rumgelaufen, hat sich beraten mit Ted Herold. Worüber habt ihr gerade beraten? Wir beraten eigentlich nicht, wir reden über das Wetter. Ihr redet nicht miteinander, oder was? Nein. Uns aber überlegt, was ihr davon haltet. Ja, natürlich. Also das ist gar nicht so einfach, weil das ist nicht einfach. Man sieht ja, man hat jetzt hier eine Liste, da sieht man fünf Darstellungen, die untereinander sehr verschieden sind. Die soll man nun gegeneinander in Wettbewerb schicken, was eigentlich schon ein Wahnsinn ist, aber es ist ja alles Spiel. Nur in dem Spiel verliert einer, nicht? Und für den ist es dann zwar auch ein Spiel, aber er hat eben verloren. Nur wir versuchen uns ein bisschen so als Musiker zu unterhalten und so. Ich denke auch. Also soll